Aber grundsätzlich muss die Gesellschaft bereit sein, Menschen mit einem Handicap eben auch in der Gesellschaft einfach mit zu bedenken und ihnen auch die Möglichkeiten zu eröffnen. Menschen, die ein Handicap haben, wollen nicht als ein Behinderter gesehen werden, wenn sie zum Handball kommen, sondern wir wollen Handball spielen. Das machst du gut! Inklusiv bedeutet natürlich auch immer Menschen mit und ohne Handicap gemeint. Ist das besser so, ne? Es gibt für mich, was Inklusion anbelangt, hat eben eine ganz große Bandbreite. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns eben als eine Gemeinschaft sehen, wo wir diese Dinge zusammen betreiben. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Initiativen, die kommen nur von Vereinen. Es gibt Initiativen, wo Vereine Unterstützer im Bereich Lebenshilfe holen oder. Oder es gibt auch Initiativen, die kommen aus dem Bereich der sozialen Träger. Also da gibt es unterschiedlichste Ausrichtungen. Es gibt Kindergruppen, es gibt Mixed-Gruppen, es gibt auch Mannschaften, wo eben in erster Linie noch Menschen nur mit Handicap dabei sind, die sich aber auch gerade verändern. Und da kann jeder gucken, was passt zu mir, was passt zu meiner Idee, was passt zu meinen Bedingungen. Ein Handballteam bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderung. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viele Leute, um etwas auf den Weg zu bringen. Und der andere tippt mit dem Ball. Es gab ein erstes Treffen der Planungsgruppe, das war im August 2015. Jetzt guckt man ihn aber an. Ja! Wir haben uns eigentlich erstmal nur ein bisschen ausgetauscht. Das üben wir immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das zweite Treffen fand am 16.09. statt. Ersten Training am 21.09.2015 kamen 9 Teilnehmerinnen. Ende Oktober waren es 18, 12 mit Beeinträchtigungen und am letzten Mittwoch über 30 Personen. Fair!